Ich sitze hier in einem Fluss oder einem kleinen Bach. Ich glaube, es ist sogar der Feuerbach hier im gleichnamigen Stadtbezirk in Stuttgart. Und wenn ich an Bächen entlang laufe und dieses Wasser sehe, was teilweise gehindert wird am Fluss und dann einfach um die Hindernisse drumherum fließt, sich immer seinen Weg sucht und seinen Weg bahnt, dann inspiriert mich das immer. Und ich muss immer an den Fluss des Lebens denken und daran, dass das Wasser sich nicht aufhalten lässt und dass es auch in einem Fluss keinen Sinn macht, wenn sich irgendetwas versucht festzuhalten. Der Fluss findet immer seinen Weg ins Meer und das ist ein bisschen metaphorisch auch gemeint. Der Fluss findet immer das Weg ins Glück, er weiß immer, wo es lang geht und der Fluss wird von einer höheren Intelligenz gesteuert. Und wir müssen selbst überlegen, inwieweit trifft es auf uns Menschen zu? Wir halten uns sehr an äußerlichen Dingen fest und versuchen an Dingen festzuhalten, weil wir unsere Identität mit diesen Dingen verknüpfen und denken, diese Dinge sind wir. Also unsere Identifikation, die sich größtenteils aus den äußeren Einflüssen speist, wie Job, Stellung, Social Circle, also Freunde, Besitz, Können, Noten, die bilden unsere Persönlichkeit, aber auf eine Art und Weise eine falsche Persönlichkeit, denn diese Persönlichkeit ist entkoppelt von der Natur. Und wenn wir uns wieder von der Natur inspirieren lassen, hier von einem Fluss zum Beispiel, dann merken wir, dass es keinen Widerstand braucht, dass es kein Festhalten braucht, sondern im Gegenteil, dass es eines Loslassens bedarf. Und wenn man sich loslässt und auf die Intelligenz des Lebens vertraut und diesen Widerstand aufgibt, dann schickt einem das Leben, und das, ich weiß, das hört sich sehr spirituell und esoterisch an, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass es so ist, weil ich auch die Erfahrung in meinem Leben schon machen durfte, seit ich gelernt habe oder mir zugestanden habe, loszulassen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Leben mir immer das geschickt hat, was ich gerade brauche. Und ein paar Jahre später sitze ich dann da und denke, wow, wo stehe ich jetzt, wo bin ich jetzt, was habe ich erreicht in Anführungszeichen, ohne überhaupt irgendwie in die Richtung etwas erreichen zu wollen und ohne da einen Ehrgeiz, ein Ego dahinter zu setzen, sondern einfach, weil ich losgelassen habe und mich mit dem Fluss des Lebens quasi mittreiben lassen habe, hat es mich genau an die Stelle gebracht, wo ich glücklich bin, wo ich drin aufgehe, wo ich meine Leidenschaft drin sehe. Und manchmal spült ein Fluss einen Stein hier ein bisschen ans Ufer. Und da bleibt er eine Weile und irgendwann wird der Strom wieder stärker und der Stein wird wieder mitgerissen. Der Stein hebt sich aber nicht fest und genauso können wir das sehen. Wir werden vom Fluss des Lebens irgendwo hingespült, wo wir dann unsere Erfahrungen machen dürfen. Eine beruflichen Tätigkeit nachgehen, eine Beziehung, ein Kind großziehen. Es gibt so viele verschiedene Facetten des Lebens und irgendwann ist diese Phase vorbei, die Phase der persönlichen Entfaltung, der Entwicklung. Ja, wir entwickeln ja unsere Persönlichkeit und dann werden wir weiter gerissen oder weiter mitgenommen und dann dürfen wir uns aber nicht an dem Erreichten oder diesem Job oder diesem Kind, was jetzt erwachsen wird oder unserer Gesundheit, die jetzt vielleicht nicht mehr so gut ist, unsere Beweglichkeit festhalten, sondern wir müssen uns weitertreiben lassen. Wir müssen auf das Leben vertrauen. Vertrauen ist das Stichwort. Wir müssen endlich wieder dem Leben vertrauen und auch in der jetzigen Krise, ja, wir vertrauen nicht mehr auf unsere Natur, auf unser Immunsystem, auf unsere Fähigkeiten, Dinge zu erfühlen. Ja, wir wollen immer von anderen gesagt bekommen, was nun richtig und was falsch ist. Wir vergessen aber in uns hineinzuspüren, ja, uns mit der Natur wieder zu verbinden und zu überlegen, ist das stimmig? Ja? Hier in der Natur ist alles wunderbar stimmig. Die Natur ist Stimmigkeit in Reinform. Und wir gehören zur Natur und wir haben unser Gespür für diese Stimmigkeit verloren. Und wir dürfen es wiederfinden. Und gerade in der jetzigen Zeit, die uns herausfordert, ist auch eine Chance, diese Stimmigkeit, dieses Gespür für unsere Stimmigkeit wiederzufinden. Und auch das Gefühl oder das Vertrauen, das hört sich das Bild an, das Vertrauen ins Vertrauen wieder zu erlangen sozusagen. Und das ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Und ich will jeden ermutigen, das zu tun und sich darauf einzulassen, die Identität, die falsche Identität abzustoßen und zu sagen, ich bin, ja, mehr nicht, ich bin
Zahnarzt oder ich bin Erzieher oder ich bin Lehrer oder ich habe die Freundin und das Kind und ich habe das Auto und die Wohnung, sondern einfach nur ich bin. Ja? Mehr braucht es nicht, nur ich bin. Und plötzlich geht man mit seiner Umwelt ganz ungefiltert um. Plötzlich spürt man auch Unstimmigkeiten viel schneller und man merkt, da stimmt was nicht. Und da man nicht mehr seine Persönlichkeit auf diesen äußeren Dingen aufbaut, lässt man sich von den äußeren Dingen auch nicht mehr so manipulieren. Ja, und das ist ein großes Problem bei uns in unserer heutigen Zeit, dass viele Menschen den Zugang verloren haben, weil dauernd von außen etwas auf uns hereinprasselt und wir gar nicht mehr gelernt haben, auf uns, auf unser Innerstes zu hören, auf die Natur zu vertrauen, auf den Fluss des Lebens zu vertrauen, dass er uns immer das schickt, was wir gerade brauchen. Und auch wenn es eine Herausforderung oder wenn es eine Krankheit oder wenn es ein Unfall ist, so doof sich's anhört, dann ist das genau das, was wir jetzt für unsere Entwicklung brauchen. Ach so, noch ein kleiner Zwischenhinweis. Wenn wir Vertrauen ins Leben haben und dem Fluss des Lebens vertrauen und darauf vertrauen, dass das Leben immer weiß, was für uns gut ist, dann werden wir vom Leben von alleine weitergetragen, sage ich mal, und brauchen keine Krisen, um zu erkennen, dass das jetzige, ja, die jetzige Entwicklungsphase rum ist und wir uns etwas Neuem widmen sollten. Wenn wir aber dran festhalten, dann schickt uns das Leben Dinge wie Unfälle, Krankheiten, die uns aufwecken sollen. Weil solch eine Krise ist immer eine Chance, auch zu merken, oh, da war was nicht stimmig in meinem Leben. Ich gehe jetzt einen anderen Weg. Deswegen sagen auch viele Leute, nach einem Unfall oder nach einer Krankheit sind sie offener, vertrauensvoller. Sie haben mit dem Leben mehr vertraut. Sie wurden mitmenschlicher. Sie haben sich dem Materialismus entsagt. Und genau so funktioniert das mit den Krisen und den Krankheiten, den Unfällen. Wenn wir aber von vornherein lernen, bevor sowas überhaupt passiert, uns diesem Leben zu öffnen und dem zu vertrauen, dann brauchen wir diese Krisen gar nicht mehr und dann brauchen wir Krankheit, Unfälle gar nicht mehr und dann wird uns das auch nicht so häufig geschickt. Ja, das noch als kleine Zwischenbemerkung, weiter geht's. Und wenn wir diesem Vertrauen uns hingeben und dann in 5 Jahren auf diese Zeit zurückschicken, dann merken wir, das ist genau das, was ich gebraucht habe zu dieser Zeit. Das war zwar schmerzhaft, aber ich würde nicht hier stehen, wo ich bin, wenn ich nicht dieses Risiko eingegangen wäre und das Vertrauen, also das Risiko, ja, das vermeintliche Risiko und das Vertrauen ins Leben gehabt habe. Meiner Meinung nach ist es sowieso ein viel größeres Risiko, die Verantwortung abzugeben. Ja, die Verantwortung an Medien und Politik abzugeben, ist ein viel größeres Risiko für unsere Gesundheit, für unser Glück, für unsere Freiheit, als wenn wir es, wenn, das fühlt sich erstmal wie so ein kleiner Tod an, ja, dieses Weltbild abzugeben und sich auf sich selbst, ja, da ist man plötzlich selbstverantwortlich. Das fühlt sich wie ein kleiner Tod an, aber es führt ins Glück und in die Freiheit und in Selbstbestimmung und letztendlich in eine positive Zukunft für uns alle, für unsere ganze Gesellschaft. So viel dazu. Bis zum nächsten Video. Ciao.